Masters 2022. Ein absolut geiles Set mit ikonischen und vor allem teuren Karten. Was macht denn der da? Was ist denn das überhaupt? Wir haben 24 Displays für euch aufgemacht und die besten Karten und die schönsten Karten schauen wir uns jetzt im Detail an. Im Draft Booster Display von Double Masters 2022 findet man 24 Booster mit jeweils 16 Karten in einem Booster. 2 bis 4 Karten davon können Rares oder Mythics sein und ein Pack enthält außerdem 2 traditionelle Vollkarten. Das Set enthält beliebte Karten wie Imperial Seal, Renin 6, Cavern of Souls und noch viele mehr, die in vielen verschiedenen Formaten gespielt werden. Besonders an dem Set sind außerdem die randlosen Karten mit alternativem Artwork. Da sind absolut ein paar Hingucker dabei. 24 Displays davon haben wir für euch aufgerissen und wir zeigen euch einige der besten Hits, aber auch die Karten, die uns am besten gefallen haben. Die angezeigten Preise sind von Near Mint Card Market Listungen mit Stand 20.07. Die können sich mit der Zeit natürlich verändern. So, fangen wir mal klein an. Kozilek und Emmy kamen in normaler Ausführung 3-mal vor. Und Unomog hat sich gedacht, er lässt das nicht auf sich sitzen und schaute insgesamt 6-mal vorbei. Kozilek legte dann gleich einen drauf, ging nochmal schnell zum Friseur und kam einmal in Foil zurück. Unomog dann so, guck doch mal und zack, randloser Foil Unomog. Was los, Junge? Kurzer Einwand an dieser Stelle, einige Foil-Karten erkennt man bei diesen Aufnahmen nicht sehr gut als Foil. Das liegt wahrscheinlich am Licht oder an der Kamera, es wird aber beim nächsten Video auf jeden Fall besser sichtbar sein. So, weiter geht's. Bitter Blossom, da wohl eher bitte mehr davon. 3-mal lässt sich die Karte sehen und 1-mal zusätzlich in Foil. In Foil gab es auch noch City of Brass, Aetherwile, Bloomtender und Crucible of Worlds. Crucible of Worlds gab es dann auch nochmal in randlos Foil. Puh, schöner Anblick. Bei dem hübschen Anblick hätte ich doch glatt fast 3-mal Mana Vault, eine einsame Cavern of Souls und 3 Force of Negation vergessen. Ach, und 4-mal Imperial Seal war ja auch noch dabei. Stimmt, da war ja was. Das war's dann aber mit den normalen Karten, kommen wir zu ein paar randlosen Karten. Definitiv nicht die teuerste Karte, aber eine der hübschesten ist unser klassischer Lightning Bolt. Dafür kann man 2-mal randlose Force of Negations ziehen zu einem guten Preis verkaufen. Das gleiche gilt für 3-mal Aetherwile und 2-mal Bloomtender. Hübsch, hübsch. Randlos Foil, meine Damen und Herren, 1-mal Supreme Verdict und dazu noch 1-mal Damnation. Wenn du mich mit diesen Karten board wipest, ist es mir egal. Ehrlich. Honorable Mentions in der Kategorie sind ebenfalls Anger of the Gods und Gifts Ungiven. Bevor wir zu den Top-Karten kommen, möchte ich erwähnen, dass wir all diese Karten und noch viele andere bei uns auf Card Market anbieten. Mit fast 300.000 Einzelkarten findest du sicher etwas, das dir gefällt. Link dazu in der Beschreibung. Aber jetzt, die schönsten und wertvollsten Karten aus unseren Displays. Randlos Foil Phyrexian Altar. In Foil scheint die Karte sehr schön heraus. Danach randlos Foil Smothering Tide. Und randlos Cavern of Souls. Und danach die besten 2 Hits. Wer hätte es gedacht? Randlos Renin 6 und schließlich der beste Hit aus unseren Displays, randlos Imperial Seal. Das waren sie nun, die besten Hits aus unserem Booster Box Opening. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Das war's für dieses Video, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.